Die Sache, die wir heute uns ansehen wollen, ist ein bisschen eine historische Handwerkstechnik. Und zwar geht es um den Lehmbau. Die Herren, die hier arbeiten, stellen Strohlehmsteine her, die sehr gut sind für biologisches Bauen, für umweltgerechtes Bauen, was eigentlich heutzutage oft nicht so ganz mehr gesehen wird. Fangen wir mal bei jedem an. Hier sehen wir halt das Stroh, was ihr wieder kennt. Haben wir auch dann den Lehm, wo dann alles vor und auch dann gemischt wird, um auch dieses Gemisch Stroh und Lehm so weit herzustellen, dass auch ein entsprechender Stein entstehen kann, der auch eine entsprechende Qualität hat, A, von der Festigkeit, aber natürlich auch von der Wärmedämm- und Wärmespeicherfähigkeit, was gerade auch den Lehm natürlich auszeichnet. Wir machen es jetzt etwas moderner. Vor 200 Jahren hat man das alles noch mit Gabel und Handarbeit machen müssen. Also eine sehr schwere körperliche Arbeit. Das ist schon dieser feuchte Lehm, der durchgemischt ist. Der wird dann in entsprechende Formen eingebracht, verdichtet. Hier sind wir noch in lockerem Zustand. Man kann hier einen Schlag drauf machen, um zu sehen, wie es denn auch denn funktioniert. Dann aufgefüllt, dass man irgendwo dann so diese Höhe bekommt. Und in der Endkonsequenz, wenn wir nochmal draußen gucken, sehen wir, wie sie dann trocknen, entsteht dann so ein Lehmstein, den man dann vermauern kann. Und so, dann, wenn er getrocknet ist, ist er auch leicht, hat so 2 Kilo, ja? Ja. 2,4 Kilo, also auch vom Gewicht her so, dass er auch die Wärmedämmung bringen kann im Leichtlehmbau. Die ist natürlich noch bedeutend schwerer hier, die werden Zoppete wiegen. Wenig Wasser. Ich möchte Ihnen auch noch was dazu erzählen. Also die Lehmsteine sind hier draußen zum Trocknen aufbewahrt. Sie werden also in diesem Gebäude hergestellt, kommen dann draußen an die frische Luft. Momentan ist es abgedeckt, weil es geregnet hat. Und die Lehmsteine werden produziert im Frühjahr und im Sommer von Mitte April bis Mitte September und brauchen eine Trocknungszeit an der frischen Luft von 8 bis 12 Wochen. Wir haben auch eine DIN, womit wir nachweisen können, dass diese Steine auch die Qualifizierung haben, im Lehmleichtbau eingesetzt zu werden. Womit man dann auch wieder einen Vorteil hat und einen Nachweis, dass wir eben qualifizierte Steine. Normaler Mauerstein kann in Fachwerkhäusern eingebaut werden oder als Vorsatzschale in Gebäuden vor Wänden gesetzt werden. Kann nicht im Bau eingesetzt werden, wo tragende Wände sind. Wir produzieren und wir haben auch auf Vorrat welche zu liegen und können dann bei uns erworben werden. Ja. Und hier ist jetzt eine Lehmstampfwand hergestellt oder beim Herstellen. Die linke Seite ist schon fertig und wurde in zweijähriger Arbeit von Teilnehmern aus dem sozialen Bereich hergestellt. Und wenn wir dann in den oberen Bereich kommen, kommen Dachrinnen rein und Abflüsse und Dachziegel, womit dann und Steine, womit dann die Mauer beendet ist.